Zusammen zu fliegen gab uns beiden, was wir wollten. Aber ich habe Sky nie gesagt, wie sehr ich ihm helfe. Es begann mit einer kleinen Böe hier oder einem Windstoß da. Aber ich dachte nicht, dass meine Hilfe seine Chancen verringern würden. Das kann ich verstehen, aber jetzt bekommt ihr beide Schwierigkeiten. Arbeite weiter an deinen Tricks. Und Sky muss ohne dich fliegen können, denn sonst kommt er niemals ins Team. Oh, das muss aber gelingen. Mit den Wonderbolts zu fliegen ist Skys Traum, seit er ein kleines Fohlen ist. Was ist mit dir? Ich habe noch nie darüber nachgedacht. Ich wollte nur mit Sky zusammen sein. Dann müssen wir einen Weg finden, euch beide zu unterstützen. Zuerst sagen wir Sky die Wahrheit. Nein, das geht nicht. Das wird Sky zerstören. Und ohne Selbstvertrauen wird er nicht mehr fliegen können. Dann geben wir Rainbows Methode eine Chance. Ja! Ich hab so gern recht. Okay, das ist mein Plan. Sky braucht viel mehr Kraft. Luftübungen, Flügelstützen, all dieses langweilige Zeug. Klingt ganz nach meinem Hafergeschmack. Aber wie sollen wir ihn dazu bringen? Er glaubt nicht, dass er Krafttraining braucht. Wir bitten Sky einfach darum, mit Twilight zu trainieren. Damit du nicht verlegen sein musst, dass du Sondertraining von mir kriegst. Von dir? Wirklich? Das tust du für mich? Du sagst das, als wäre das kein Irrsinnspaß. Höre ich zum ersten Mal, dass du was Nettes über dich sagst. Hey, können wir jetzt bitte tauschen? Ich will auch Tricks mit Rainbow fliegen. Geht nicht. Ich meine, du bist doch schon so gut in diesen Tricks. Und den Grundtechniken. Du hast recht. Ich muss gar nicht mehr trainieren. Vielleicht, Sky, solltest du... Ich bin schon der Beste und das werden alle wissen, wenn ich morgen gebeten werde, der Academy beizutreten. Aber nicht, wenn du nicht mehr trainierst. Es würde mich nicht wundern, wenn sie mich sofort nach dem Test aufnehmen. Boom! Mein Traum ist wahr geworden. Sky, du bist nicht so gut, wie du denkst. Was hast du gesagt? Sky, ich will, dass du angenommen wirst, denn du bist fantastisch. Aber... Aber was? Ich habe dir immer geholfen. Bitte. Ich brauche keine Hilfe. Sieh hin. Wieso tust du mir das an? Habt ihr das gewusst? Oh, klasse. Also denken alle, ich wäre eine Witzfigur. Hattest du das etwa geplant? Mich bloßzustellen? Was? Nein! Kennst du mich denn nicht? Wohl nicht. Ich habe auch jetzt erst erkannt, dass du ein schlechtes Flügelpony bist. Ich glaub nicht, was du da äußerst. Ich glaub nicht, dass ich mal dein Freund war. Herzlichen Dank. Meinst du, sie haben noch Streit? Sie haben noch Streit. Das
Das ist alles meine Schuld. Hätten wir es einfach auf deine Art gemacht, hätten wir das ganze Chaos verhindert. Nein, es ist meine Schuld. Ich habe Sky beim Training genau beobachtet. Er hat sich nicht mal Mühe gegeben.